Damit wieder willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg zum Treffpunkt. Hey, Ricky. Ich hab dich gesucht. Wir haben endlich fast im ganzen Camp wieder Strom. Auch in meiner Hütte. Großartig. Hey, ich, hab sogar einen alten Boiler gefunden. Dann kann ich endlich wieder heiß duschen. Großartig. Hey, wo steckst du? Also, Skizzer und ich, wir holen die Sprengschnur für die Sprengsätze. Wir wollen die Höhlen. Genau das wollen wir. Und ich glaube, die Frau sollte mal kalt duschen. Die scheint irgendwie ziemlich rollig zu sein. Ist ja jetzt nicht so schlecht. Aber wir haben anderes zu tun. Hey, was soll das werden? Wir machen es so. Wir gehen durch die verdammte Hintertür. Zu Fuß! Du hast nie gesagt, dass wir zu Fuß gehen. Weißt du noch, was los war, als du dein scheiß lautes Bike genommen hast? Ach, war. Juhu, wir laufen. Die bemerken uns gar nicht. Na, da bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mit Schleichen. Hat dich zu einem Treffen mit Carlos geschickt? Der Alte hat's dir erzählt? Ja, natürlich. Okay, es schadet wahrscheinlich nicht, wenn du Bescheid weißt. Schließlich gehörst du mit deinem Kumpel ja jetzt zum Camp. Oh, muss ja gut gelaufen sein. Wir spazieren einfach durch ihre, wie hast du das genannt, ihre verdammte Hintertür? Oh, das Treffen. Ja, das lief super. Versuch mal mit einem Haufen Affen zu verhandeln, die alle voll auf Drogen sind. Aber weißt du was? Wenn sie uns heute nicht packen, hält der Vertrag des Alten vielleicht doch. Obwohl Boozer und ich im Rogue Camp mit ihnen Probleme haben. Hey, Carlos sagte, das war ein Fehler. Abtrünnige, okay? Ha, er sagte zumindest, es kommt nicht wieder vor. Ach, und du glaubst ihm. Keine Ahnung, verdammt. Ich bin nur Mikes Lakai, genau wie du. Glaubst du, sie sind infiziert? Wir werden es gleich erleben. Wie bist du vorher durchgekommen? Hier war so eine Holzleiter von Bergarbeiter. Höhlenforscher. Was weiß ich. Komm. Hier drüben. Hilf mir hoch. Moment, wir nehmen erst mal kurz rein. Bevor wir kurz weitermachen. Zack. Da können wir nämlich einmal mitnehmen. Und sind wieder gut ausgerüstet. Ah, deswegen kommen wir hier. Bist du bereit? Theoretisch ja. Nicht hoch, nicht lang. Los. Jogger. Jawohl. Alles klar. Sieh mal unten nach, ob die Leiter irgendwo liegt. Bist du bescheuert? Okay, beeil dich. Wir müssen aus dem Ripper-Territorium raus, bevor es helfen. Es ist gar keine Höhe. Vorsicht! Ich hab sie! Neuer Fertigkeitspunkt. Oh, shit. Ja, komm her, Komm, wo sind die feinen Sachen? Da sind wir. Das war der letzte. Ja, aber das gleiche nehmen wir trotzdem noch mit. Skizzo, wo zur Hölle bist du? Na toll. So, und dann noch einmal. Wir werden gleich die Machete mal reparieren, denke ich. Und vor allen Dingen uns den Fertigkeitspunkt geben. So, gehen wir da mal hin. Achso, was haben wir denn hier noch? Reduziert Ausdauerverbrauch. Nee, was haben wir hier noch? Mehr Saft. Okay, gehen wir ins Überleben. Hier, geht die bei geringer Gesundheit in zusätzlichen. Nee. Mehr Schrottteile. Gibt es nicht irgendwas mit mehr Energie? Mehr Lebenskraft? Ja, dann nehmen wir erstmal das. Und dann können wir bestimmt beim nächsten Mal ganz hintergehen.
Da geht's dann. Mehr Erholung. Ja, das ist doch dann alles klar. Das war jetzt nicht sehr effektiv, aber wir müssen halt Zwischenschritte gehen. So, wir uns die mal reparieren. Kopf einziehen. Alles klar. Deinen Kopf einziehen. Ja. Waren etwas weit weg, so. Hab bei Mike eine Karte gefunden. Darauf sind alte Forstwege verzeichnet. Gefällt ihm sicher, dass du bei ihm rumschnüffelst. Was der Alte nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Klar. Wie du siehst, war der Pfad in schlechten Zustand. Er war es gesperrt. Wohin ist er, wo er nach rechts geht? Okay, da tanzen schon wieder. Kann ich den markieren? Ja, super Lagerfeuer. Hast du sowas schon gesehen? Nein. Versammlung nennen die das. Dabei sollen sie komplett durchdrehen. Gehen wir. Ich will nichts damit zu tun. Okay, ich auch nicht. Markiert sind sie auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr. Hör zu, ich will mit meinen eigenen Augen sehen, was die anstellen. Ruhe, Frieden, steig hinab. Das ist scheiße. Okay, okay. Aber bleib bei. Wenn wir getrennt werden, dann war's das. Ich folge dir. Das kann ja nur schief gehen. Das kann einfach nur schief gehen. Ja, hier oben ist aber auch schon eine Weile da, oder? Alter, Freaks. Die nah wollen wir eigentlich noch ran. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Warte mal. Oh, shit. Was zum Teufel? Sie schneiden sich selbst. Ich kenne den, der ihr Ritual mitgemacht hat, oder wie man das nennt. Er sagte, die Ripper sind dabei auf Drogen. Auf PCP oder sowas. Sie spüren keinen Schmerz. Gehen wir außen rum. Genau mein Gedanke. Was für Freaks. Hast du so etwas schon mal gesehen? Nee. Nein, nicht sowas. Ich auch nicht. Deshalb müssen wir vorsichtig sein. Okay. Wenn sie uns erwischen, haben wir nicht genug Munition. Ganz genau. Ich habe eine Machete. Bisschen sowas wie Machetenmann. Okay, können schon brennen. Dann machen wir das doch. Hallo? Wohin? Wieder eine Videosequenz. Das hätte man doch in eine Videosequenz packen können, oder? Das ist schon eine Weile da. Runter, runter, shit! Wir müssen von der Straße weg. Ja. Auf jeden Fall. Komm. Wir gehen querfeldein. Weißt du denn, wo es lang geht? Na klar. Immer der Nase nach. Du musst nicht die richtige Richtung gucken suchen. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja. Wieso? Ich bin oft hier lang gefahren. Früher. Was? Meine Lady hat hier gearbeitet, in einem Forschungslabor östlich von Iron Butte Lodge. Jedenfalls war ich oft hier. Ich schwör's, der Transportkomplex ist dahin. Du wirst schon sehen. Komm mit. Hier hinter. Ich bin doch hinter dir. Bleib doch mal ruhig. Du musst ganz entspannt bleiben. Okay, jetzt könntest du mir irgendwas erzählen. Das nehmen wir mit. Zack. Wo ist Bärengras? Gibt es bestimmt auch Bären. Ripper, sie locken mit Lufthörnern Freaks an. Komm schon. Ach, da unten, okay. Was machen wir jetzt? Den direkt hin oder was? Was macht der? Was zum Teufel?
Wir müssen sie befreien. Lasst mich rein. Was für Idioten, ey, was für Opfer. Nein, 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 lass ihn, lass ihn. Wir wollen doch keinen Krieg anzetteln. Eine Sekunde, nur eine Sekunde. Ist er mir? Hilf mir bitte! Komm schon. Bitte! Nein, wir müssen weg. Nein, 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 wir lassen sie nicht bei den Freaks. Was? Nein. Hey, Jesus, wir lassen sie nicht hier! Das ist nicht, warum wir hier sind. Darf ich das bitte entscheiden? Ich würde sie abschneiden. Okay. Danke. Okay. Ich hab sie. Ich hab sie. Ja. Oh shit. Ihre Beine sind gebrochen. Sie geht nirgendwo hin, Bruder. Hey, Kleine. Kleine? Ist das alles okay? Das muss ich sagen, am Anfang war das Spiel echt nicht so krass, ne? Zuerst jetzt den Hund. Jetzt die. Ich meine, gut, die hatten beide keine Chance mehr, aber ist halt trotzdem. Krasse Wendung eigentlich, also heftig dargestellt. Wir gehen hier lang zurück. Ach ja. Was gut sein, Skizzo. Wir alle mussten... Hör auf! Okay, da oben scheint wieder ein Lager zu sein. Ja. Schauen wir mal. Was wir denn da Schönes vorfinden. Oder eher Unschönes. Okay, das sind schon die Fahnen. Ja, nee, das ist eine kurze Videosequenz. Nein, Ladebildschirm. Das bedeutet, die Videosequenz wird länger noch. Was? Scheiße, was jetzt? Oh, eine verdammte Horde. Nein, das ist keine Horde. Was zur Hölle ist es dann? Ripper. Weg hier. Was machen die denn? Die sind irgendwie fast wie eine Horde. Sind vollkommen durchgeknallt. Ach nee. Ihren Anführer, Carlos? Nein. Das ist der verrückteste von allen. Überall Narben. Rücken, Arme, Beine. Ich sage es mal ständig. Mit Verrückten macht man keine Verträge. Wie gesagt, Skizzo, ich arbeite nicht gegen Iron Mike. Komm, es muss noch einen Eingang geben. Hey, warte. Das war gleich. Sehen wir uns mal um. Redest du denn da? Achso. Wir wissen nicht, was uns erwartet, also Vorsicht, okay? Mal sehen, was wir so finden. Ja, ja. Ach, okay. Er lässt sich natürlich übelst Zeit. Sieh dich hier doch mal um. Vielleicht findest du ja was. Nehmen wir die Tür? Ich auf. Okay, was haben wir denn hier drin? Warte, warte, ist nichts. Du weißt nicht, was da drin ist. Achso, er hat es schon aufgemacht. Cool. Okay, hier scheint auf jeden Fall kein Gegner zu sein. Ist da nichts los, keine Sorge. Kannst du mal aufhören mit Schießen hier? Hab ihn nicht gesehen. Es ging alles so schnell. Ja, ja.
Ja, den Benzin ist da immer mit, aber ich denke, ja, wir können den noch das brauchen. Kann passieren. Sieht so aus. Das nehmen wir mit. Du hast was gut. Hier ist. Nee. Ach, lass gut sein. Wir behalten uns. Einfach Sprengschnur besorgen und dann nichts mehr raus hier. Das wird sicherlich super einfach, das so ein bisschen über die. Ich weiß nicht, Mann. Komm schon. Ich habe echt ein ganz dummes Gefühl. Gehen wir immer noch rein? Na klar, gehen wir noch rein. Was ist denn das für eine Frage? Ja, das war doch klar. Los, los, los! Halt es jetzt für mich! Nein. Verdammt! Ja, klemmt. Sieh! Klemmt! Na, so. Okay. Ist schon okay. Geh außen rum. Ich öffne die Seitentür irgendwie von hier. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Dick! Dick! Du Scheiße. Was hier von? Was damit? Kommt schon her, ja. Mist, Zeck. Was ist er denn? Okay. Zack. Okay, ein paar Mal. Was damit? Schön im Wege bleiben. Ich werde nicht unbedingt schießen. Okay, und wir müssen mal heilen. Können wir das mitnehmen? Komm, wir müssen einfach hier durchgehen. Ich glaube, es nimmt uns einfach kein Ende. Da oben sitzt noch einer, oder? Nee. Okay, wir müssen erst alle besiegen, glaube ich. Na komm her, komm her. Gefällt dir das? Moment, ich muss es gleich mal reparieren. Danke. Oh, das war auch klar. Was seid ihr denn? Komm mal her. Das Decke. Hast du genug? Das ist okay, so viele können es doch gar nicht mehr sein, oder? Zum hinten durch? Okay. Ich hab ihn doch gesehen. Okay. Lass mich mal aufmachen. Okay, wir machen nicht auf. Nein. Warum machen wir nicht auf? Weil wir noch nicht alle haben, wahrscheinlich nicht. Checken wir die Lage. Sieht so drüben aus, hier waren wir schon. Die geht auch nicht auf. Seid ihr denn? Komme ich hier hoch? Ah, okay. Na komm her. Was zum Teufel? Ich stecke in einem Lager mit einem Haufen durchgeknatterter Krabbler. Was glaubst du, was los ist hier? Ist ja gut, beruhig dich. Beruhig dich. Alles ist gut. Ja, komm, mach auf. Alles klar. So, hier, die Tür ist auf. Scheiße. Ist ja, das okay? Kannst du laut sagen. Ja, ist doch nur ein kleiner Krabbler, nicht wahr? Komm schon, ja. Ich rufe dir einfach die Sprengschnur. Was meinst du? Das Büro ist da oben. Da müssten sie sein. Okay, ach, jetzt können wir aufmachen. Komm, ich helfe dir darauf. Oh, warte mal, ich soll als Erster gehen, falls da oben jemand ist? Oh, ganz genau, jetzt mach schon. Ja, okay. So, komm, trau dich. Okay, bist du bereit? Hier. Okay, hoch!
Oh mein Gott! Okay, ich bin oben. Einen Moment. Wir brauchen was zum Hochklettern. Ja, also kannst du nicht hier hochklettern? Wie ist mit der Kiste? Kopf einziehen. Bei den Kopf einziehen. Wenn ich das auf den Kopf kriege und den Kopf einziehe, bin ich trotzdem platt. So, gut. Aber in der nächsten Folge geht's weiter, dann öffnen wir die Tür. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Ciao.